Danke, Herr Präsident. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die digitale Transformation ist das zentrale Thema in dieser laufenden Legislaturperiode. Und Deutschland muss sich als digitaler Standort positionieren, und wir dürfen hier international nicht den Anschluss verlieren. Da geht es vor allem um das Thema digitale Infrastruktur, gigabitfähige Netze, 5G-Standard, digitale Bildung, aber eben auch in der Steuerpolitik müssen wir auf den digitalen Wandel reagieren. Das Steuerrecht muss die digitale Transformation begleiten. Und neben der Sicherstellung der Besteuerung der digitalen Wirtschaft von Google und den anderen kommt es auch darauf an, dass wir unsere Unternehmen, die im internationalen Wettbewerb stehen, in diesem Bereich nicht steuerlich benachteiligen. Wenn wir als Investitions- und Innovationsstandort attraktiv bleiben wollen, dann müssen wir uns dem stattfindenden internationalen Steuerwettbewerb stellen und dürfen hier nicht den Kopf in den Sand stecken. Jetzt stellt sich heute die Frage, ob dieser Antrag der FDP und die Maßnahmen, die hier vorgeschlagen sind, sowohl Deutschlands als Innovationsstandort stärken, als auch unsere Unternehmen bei der digitalen Transformation unterstützen. Ich meine, nein, und wenn, dann nur bedingt. Der Antrag greift heute hier definitiv zu kurz. Ich habe mich ja gefreut, dass die FDP wieder im Bundestag ist, weil so ein bisschen Ordnungspolitik kann ja nicht schaden. Aber als ich Ihren Antrag gelesen habe, da habe ich mich an einen Ferienjob erinnert, den ich vor über 30 Jahren mal gemacht habe. Da waren Unternehmen und da haben wir Bauteile aus Asien bekommen, elektronische Bauteile, die haben wir dann mal kurz geprüft und danach ein Label draufgeklebt, Germany. Und bei Ihrem Antrag verhält es sich ähnlich. Nur weil Sie Digitalisierung draufschreiben, ja, wird das punktuelle Herumdoktern an den Abschreibungsregeln nicht besser. Und es wurde hier schon angesprochen. Wir haben hier unklare Rechtsbegriffe. Was sind denn digitale Wirtschaftsgüter, digitale Innovationsgüter? Was sind die Wirtschaftsgüter, die die digitale Transformation unterstützen und dienen? Das Beispiel wurde ja schon genannt. Es ist die Kaffeemaschine, die mit einer App gesteuert wird. Das ist nicht definiert. Und wichtig ist es, dass wir uns hier darüber einig werden, was das für Güter sind. Denn nur dann können wir auch abschätzen, was hat dieser Antrag für eine Haushaltswirkung. Denn das ist ja auch entscheidend, dass wir die Begrifflichkeiten kennen, um abschätzen zu können, was die Folgen sind. Herr Gutting, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Hat sich, glaube ich, schon erledigt, oder? Okay. Dann bitte. Ja, herzlichen Dank. Sie sind jetzt nicht der erste Redner. Der Kollege Binding hat in dasselbe Horn so ein bisschen reingeschlagen, der uns vorwirft, dass wir, was die Begrifflichkeiten angeht, nicht sauber gearbeitet haben. Ich gebe zu, ich habe persönlich nicht sehr sauber gearbeitet, denn ich hätte sagen müssen, woher ich diese Begriffe habe, und zwar aus dem Koalitionsvertrag zwischen der SPD und der CDU. Hier heißt es: Innovation von Unternehmen in der Digitalisierung wollen wir unterstützen. Dazu werden wir überprüfen, ob zugunsten digitaler Innovationsgüter die Abschreibungstabellen überarbeitet werden können. Ich wollte also keinen dritten. Wir haben nicht abgeschrieben, wir wollten einfach nur diesen Begriff übernehmen, das ist korrekt. Aber dann sagen Sie uns doch bitte nicht in dem gleichen Tenor, das sei ungenau. Das ist nun wirklich Unfug. Wenn Sie zur Antwort noch bitte kurz stehen bleiben. Also Koalitionsvertrag ist kein Gesetzesentwurf, da sind wir uns, glaube ich, einig. Und dass wir in der Stoß- und in der Zielrichtung in die gleiche Richtung marschieren, das haben wir, glaube ich, hier bei dieser Debatte jetzt auch schon gemerkt. Und ich kann nur anbieten, lassen Sie uns gemeinsam danach suchen, wie wir hier Abgrenzungsmodalitäten finden, wie wir diese Güter sauber abtrennen und abgrenzen. Dann kann man auch die haushalterischen Auswirkungen Ihrer Vorschläge überprüfen. Und was die
Überarbeitung der AFA-Tabellen angeht. Natürlich ist es ein immerwährendes Arbeiten an diesen Bereichen. Man muss allerdings auch anmerken, das sind lediglich Hilfsmittel, die AFA-Tabellen, um die Nutzungsdauer von Anlagegütern zu schätzen. Das ist keine bindende Rechtsnorm. Und ob deswegen geänderte AFA-Tabellen denn überhaupt zu einer Verkürzung der Abschreibungsdauer in der Praxis auf 3 Jahre, ob man dazu kommt, das bleibt eher zweifelhaft. Und auch eine Änderung bei den Regelungen zur Sofortabschreibung bei geringwertigen Wirtschaftsgütern halten wir im Moment nicht für den vordringlichen Punkt, den man angreifen müsste. Wir haben es schon gehört, zum 01.01. haben wir ja bereits die Erhöhung bei den GWGs vorgenommen auf 800 Euro. Und wissen Sie, wenn man sich das mal so in der Praxis vorstellt, also ich glaube nicht, dass es entscheidend ist für die digitale Transformation eines Handwerksbetriebes, ob er jetzt das Smartphone von Samsung für 700 Euro sofort abschreiben kann oder ob er vor dem Problem steht, dass er, wenn er ein etwas teureres kauft von Apple für etwas 800 Euro, dass er das dann nicht sofort abschreiben kann, sondern in den Pool einlegen muss. Das ist nicht die entscheidende Frage, ob er in die digitale Transformation geht. Und das kann nicht ernsthaft die Antwort sein. Deswegen müssen wir auch aufpassen beim Thema AFA, dass wir hier nicht auch die Probleme der Vergangenheit angehen. Sondern gestatten Sie eine weitere Zwischenfrage, Herr Gutting? Nein, jetzt muss ich zum Ende kommen. Jetzt müssen wir wirklich gucken, dass wir in die Zukunft schauen und nicht die alten Probleme bei der AFA der Vergangenheit lösen. Sie haben schon gehört, viele der Unternehmen leasen heute ihre Software. Oftmals kann man es dann direkt geltend machen, manchmal kann man es auch aktivieren. Sie nutzen Cloud Computing, sie nutzen Internetsoftware. Also die digitale Transformation hat viele Facetten und deswegen ist die Sonder-AFA alleine nicht das Entscheidende. Lassen Sie uns doch zusammen strukturelle Lösungen finden, wie wir das deutsche Steuerrecht im internationalen Wettbewerb insgesamt attraktiver machen können. Wenn wir uns auf der Welt umschauen, dann kommen wir nicht umhin, dass wir feststellen müssen, ja, wir müssen uns unser Unternehmenssteuerrecht in Gänze anschauen und müssen hier eine Reform andenken. Lassen Sie uns gemeinsam Lösungen erarbeiten, wie wir die steuerliche Attraktivität und die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands im Zeichen des digitalen Wandels erhalten und verbessern können. Ihr heutiger Antrag springt dafür leider heute zu kurz. Deswegen werden wir ihn ablehnen. Bevor ich den nächsten Redner aufrufe, möchte ich die Gelegenheit